Astronauten sind Bedingungen ausgesetzt, die sehr extrem sind und besondere Bedürfnisse in Anspruch nehmen. Diese Menschen haben in kürzester Zeit mit Knochenverlust, Immunsystemschwäche, Muskelschwund, Verlangsamung des Stoffwechsels, kardiovaskulären Zusammenbruch und so weiter zu tun. Ebenfalls befindet sich dort oben im All wenig Stauraum, sodass sie alles in absolut konzentriertester Form zu sich nehmen müssen und es muss auch noch haltbar sein und es muss sie auch noch am Leben halten. Daher setzt die NASA auf Spirulina. So schreibt die NASA, dass 1000 Kilogramm Obst und Gemüse nur einem Kilogramm Spirulina gleichkommt. Was heißt das jetzt genau? Ganz einfach, das bedeutet, dass nur 10 Gramm am Tag, also ein paar Presslinge, 10 Kilogramm Obst und Gemüse gleichkommen. Und ich weiß, wir kommen nicht immer auf unsere Mengen Obst und Gemüse, die wir so gerne inhalieren würden. Daher ist diese Information doch wirklich äußerst interessant, findet ihr nicht? Dieses Lebensmittel Spirulina, für manche schon bekannt, wird jetzt in diesem Video absolut neu belebt. Das sage ich euch, diese Information hauen euch jetzt um, was gleich kommen wird. Es wurde bereits in den 70ern als bestes Nahrungsmittel für die Zukunft deklariert. Im gleichen Artikel steht, dass es das Diabetesrisiko senkt, Triglyceride senkt, sowie das Cholesterin und das LDL-Cholesterin senkt, das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin steigern lässt, sowie den Blutdruck senkt und Antioxidantien liefert. Selbst in Russland wurde Spirulina benutzt, um sich vor der Strahlung zu schützen, da sehr viele Carotinoide darin enthalten sind. Ich nehme zum Frühstück immer 10 Chlorella-Presslinge und zum Abendessen immer 10 Spirulina-Presslinge. Hab vor kurzem auch nochmal ein Blutbild machen lassen. Ich habe gar keinen Mangel. Also wirklich, Mängel sind bei mir nicht vorhanden in gar keinem Mineral oder Vitaminen oder wie auch immer halt. Das bestätigt mich in dem, was ich einnehme und was ich tue. Ich zeige euch aber jetzt mal, was mich dazu veranlasst hat, dieses Cyanobakterium Spirulina täglich einzunehmen, denn Nährstoffe sind ja nun mal nicht das Ende der Fahnenstange hier auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal. Ein Grund ist der Hauptwirkstoff, welches ihm diese blau-grüne Färbung gibt, das Fykocyanin. Dieser Stoff ist sehr unerforscht, aber bei Säugern zeigt er Erstaunliches. Da ich oft viel Sport treibe, gerne in die Sauna gehe und wirklich viele Studien lese, kommt es dort natürlich auch zu Mikroverletzungen, wo ich eine schnelle Regeneration des Körpers benötige. Die Urokinase bzw. dessen Plasminogenaktivator spielt eine entscheidende Rolle, wenn nicht die entscheidendste Rolle, die Hauptrolle in der Regeneration vom Gewebe und damit der Wundheilung im menschlichen Körper. Gerade auch an die, die immer müde sind und sich schlapp fühlen, da kommt die Regeneration einfach nicht hinterher. Jetzt aufpassen. Denn in dieser Studie wurde der Zusammenhang von Regeneration und Spirulina untersucht. Was man zuerst beobachtet hat, dass wenn Zellen auf den Hauptwirkstoff aus dem Spirulina treffen, dem Fykocyanin, dann verdoppelt sich, ich wiederhole, verdoppelt sich, wegen verdoppelt lese ich zweimal vor, sich ihre Zellteilungsfähigkeit. Das nimmt dann natürlich irgendwann wieder ab, doch diese Konzentrationen sind natürlich oral nicht wirklich möglich für den Menschen, auch nicht oral möglich, dass die Zellteilung plötzlich im gesamten Körper verdoppelt, aber kleine Mengen sind doch viel besser als gar keine Mengen, wenn es um die wichtigste Funktion im menschlichen Körper überhaupt geht, der Zellteilung, die uns am Leben hält. Schaut man sich die nächste Abbildung hier mal an, zur Wundheilung sieht man, dass in der Anwesenheit von Urokinase A mit einem Plus ja dementsprechend versehen, ja, in der Abbildung ja hier markiert, die Wundheilung dadurch vorangebracht wird. Ja. In B sieht man, wie viel schneller die Zelle in die Wundheilung geht, nahezu vervierfacht, wenn der Hauptwirkstoff aus der Spirulina-Alge anwesend ist, das Fykocyanin. Und das ist meines Erachtens absolut bahnbrechend. Das wurde dann noch weiter ausgeführt, ja, wenn man diesen Stoff Säugern gegeben hat. Man sieht hier an Tag 6, dass der Wundbereich nur noch halb so groß ist in der Fykocyanin-Gruppe, also in der Spirulina-Gruppe, wie in der Placebo-Gruppe. Das bedeutet auch anders, die Wunden doppelt so schnell verheilt. Ich wiederhole, doppelt so schnell verheilt, weil doppelt. Das Ganze ist dann noch visuell dargestellt, oben die Kontrollgruppe wieder und unten die Fykocyanin-Gruppe. Man sieht hier deutlich, wie stark die Wunde schneller verkleinert wurde. Da jetzt noch eine randomisierte, doppelblinde Menschenstudie mit Fahrradfahrern, die nur 2 Wochen lang Spirulina eingenommen haben und nur mickrige 6 Gramm, das Spannende, nach so wenig Zeit und so mickrigen 6 Gramm pro Tag kam es bereits zu wirklich absolut krassen Ergebnissen. Nämlich die wichtigsten Blutzellen, die 99% aller Blutzellen ausmachen, die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten auch genannt, binden den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, an dem das Sauerstoff bindet und damit unseren gesamten Körper quasi steuert. Das ist übrigens auch der Grund, warum du atmest, ne? Ist ganz klar. Das Hämoglobin ist nach nur 14 Tagen hier signifikant gestiegen. Ich wiederhole, 14 Tage nur 6 Gramm. Unfassbar. Und das ist noch signifikant gestiegen. Nicht irgendwie ein bisschen gestiegen. Nein, signifikant. Ich meine, Radsportler haben damals gedopt, ja, damit ihre roten Blutkörperchen steigen oder haben auf
Bergen trainiert, da wo die Luft dünn ist, damit der Körper dementsprechend dagegen steuern muss. Und hier erreicht man es wirklich mit mickrigen 6 Gramm in nur 2 Wochen, das ist doch nicht zu glauben. Ja. Man sieht hier nämlich, dass bereits in so kurzer Zeit auch die Sauerstoffannahme erhöht ist in der Spirulina-Gruppe. Daher glaube ich, es würde noch weitere Tendenzen geben, wenn die Studie mal 12 Wochen gehen würde, dass diese ganzen Parameter, die jetzt nachfolgen, absolut signifikant in die Höhe schießen würden. Auch der RER, also der respiratorische Quotient, also das Verhältnis, wie viel CO2 und wie viel Sauerstoff im Verhältnis ausgeatmet wird, dies gibt Aufschluss über die Mitochondrienaktivität, also die Kraftwerke der Zelle. Für Müdigkeit, also für Energielevel, ja, das ist doch das, worauf es ankommt, die Kraftwerke in unserer Zelle, ja, und vor allem auch fürs Immunsystem, ja. Auch dies ist deutlich erhöht nach so kurzer Zeit, 14 Tage nur, an 6 Gramm Spirulina. Es kam eine sehr interessante Studie zu C-Punkt heraus, dieses Jahr, wo knapp 190 Probanden randomisiert in 2 Gruppen aufgeteilt wurden. Und die einen bekamen 15,2 Gramm Spirulina und die anderen bekamen eben keins. Die Ergebnisse sind echt stark, wirklich. In der ersten Abbildung sehen wir in Gelb Spirulina und in Lila Placebo-Gruppe, quasi die auf den Intensivstationen lagen. Man sieht, dass die, die kein Spirulina bekamen, ein 10%iges Risiko hatten, und die, die Spirulina bekamen, ein 0%iges Risiko hatten, zu sterben. In der Abbildung unten, ab dem 5. Tag abzulesen in der Studie. Ein ähnlicher Trend ist für diese zu sehen, die auf der Intensivstation lagen und Spirulina bekamen. Die Sterblichkeit unter der Kontrollgruppe lag bei 20% und die bei der Spirulina-Gruppe bei 0%. Auch wenn es um die Krankenhausentlassung geht, sind die Spirulina-Probanden circa am 7. Tag nahezu alle entlassen, wohingegen die Rate bei den Nicht-Spirulina-Probanden nur bei 40% lag. Ja. Was die wichtigste Abbildung war, ist diese. Von der Anfangszeit der Studie bis hin zum Ende wurde kein Proband, der Spirulina bekam, auf die Intensivstation verlegt. Von einer normalen Station hingegen wurde jeder 5. auf die Intensivstation verlegt, also 20%, der nicht Spirulina einnahm. Und das ist bahnbrechend meines Erachtens. So schreiben die Wissenschaftler, hochdosierte Spirulina-Präparate in Verbindung mit der Standardbehandlung von C könnte die Genesung verbessern und die Sterblichkeitsrate bei Krankheitspatienten mit C deutlich senken. Auch nehme ich es für meine kognitive Fähigkeit, vor allem dieses Video zu machen, in dieser doppelblinden, randomisierten Studie mit Menschen zu Spirulina, konnte nämlich gezeigt werden, dass das visuelle Lernen, die visuelle Erinnerung sowie das Vokabular, ja, sich signifikant verbessert hatten, ja, und behalten ließen quasi in der Spirulina-Gruppe. Ja. Die letzte Eigenschaft, wieso ich es täglich zu mir nehme, beim Abendessen, ja, in Form von unabhängig laborgeprüften Pressling, das ist übrigens ganz, ganz wichtig, ja, ist die Funktion für meine Gefäße. Dazu wurde diese randomisierte Studie gemacht mit Menschen, wo nur wenig, 4,5 Gramm, ist wirklich wieder nichts, für 12 Wochen gegeben wurde. Die Wirkung von nur 4,5 Gramm Spirulina führte in der Gruppe zu einem signifikanten Sinken des systolischen Blutdrucks und auch der diastolische Wert sank, aber im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Ja. Das hängt damit zusammen, dass das wichtigste Arterienantioxidans SOD, auch Superoxidismutase, erhöht wird. Dies veranlasst die Relaxion, das heißt die Entspannung, ja, der Muskulatur hinter der Arterie und damit das Absinken des Blutdrucks. Das SOD, ja, das Stickstoffmonoxid, beschützt die Arterie vor Stickstoffradikalen und Sauerstoffradikalen. Auch wichtig gerade für die Astronauten, damit das kardiovaskuläre System noch weiterhin funktioniert bei diesen extremen Bedingungen. VCAM1 ist ein wichtiger Marker für das Risiko für Arteriosklerose. Dieser Marker sank deutlich, signifikant in der Spirulina-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Daher ist meine klare Routine, jeden Abend 10 Spirulina-Presslinge und morgen 10 Chlorella-Presslinge. Denn Chlorella bindet Mikro- und Nanoplastik. Das habe ich bereits in einem anderen Video bewiesen und belegt. Wichtig, es handelt sich hier um ein Nährstoffkonzentrat. Daher muss immer eine unabhängige Analyse zu der Charge auf der Homepage zu finden sein. Daher verlinke ich euch natürlich Getestetes. Ja? So, bevor ihr jetzt zu lang wird, das Ganze hier, danke fürs Zuschauen. Und das Spirulina habe ich unten verlinkt für euch, nämlich täglich. Wir sehen uns im nächsten Video und bis gleich auf brustwellen.de. Dankeschön für euren Support.